ist denn Alex schon wieder hier? Das gibt's ja nicht. Oh. Bist du im Funk? Hallo? Was willst? War gerade auf dem Raum. Ja, jetzt wohl schon, sonst würde ich wohl nicht mit dir reden. Ja. Ich war gerade im Kran, da habe ich dich so schlecht verstanden, euch. Ja, okay. Also, Beto ist wieder da, ich habe Decken schon gegossen. Jetzt werden hier oben nochmal Mauern aufzimmert. Okay. Laut meinem Tablet sind wir jetzt eh gleich schon halb fertig mit dem Haus. Das kann sein, ja. Ey, was soll ich denn jetzt Assi packen? Ach, das grischt. Bei mir auf dem Tablet ist gerade. Ist gerade aufgekommen, so ein Dingens, wo steht erste Spritztour, erste 100 Kilometer gefahren. Was soll denn das bedeuten? Kann sein, ja. Heißt es, seitdem wir die Firma übernommen haben, habe ich jetzt 100 Kilometer auf die Maschine gekommen. Irgendwie so, ja. Das tut jetzt alles aufzeichnen. Ja. Du möchtest du mal die Deckenelemente mit dem Krane aufsetzen? Ja, ich bin schon unterwegs, bin ich gerade schon auf der Brücke da. Wir haben auch irgend so ein Trottels Baustelle-Schild mehr umkippt. Unglaublich. Die Jugend von heute, ja. Zum Kotzen. Achso. Jetzt haben sie mich schon wieder an der roten Ampel geblitzt. Ja, man fährt ja nicht über rote Ampeln. Ja, ich hab die gar nicht mehr gesehen, weil ich so zu schnell drüber war. Das ist doch ein Argument, oder? Weiß ich nicht, ob ich das als Argument zählen kann. Ja, aber das kann man ja eh wieder von der Steuer absetzen. Das war einfach ja vom Firmenessen noch. Ja. Jetzt haben sie irgendjemand hat unsere 1000 Euro aufs Konto überwiesen. Ja, es kann sein, die Walze wurde gerade zurückgegeben, glaube ich. Ja, und irgendwie Schüttgut. Schüttgut? Ja, irgendwie Shitgut-Verkäufe. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die bei uns, die Mitarbeiter bei uns in der Firma gerade übertreiben. Im Büro. So, da bin ich. 3 Stunden spät. Ja, stimmt was. Aber der Verkehr wieder, gell? Die Leute fahren alle so, als hätten sie heute gar nichts mehr vor. In der Parke jetzt schon da drüben bei denen der Einfahrt. Das wird ihnen schon nichts ausmachen. Ja, sonst. So. Gut, dann fahr ich mal. Was soll ich jetzt nochmal machen? Die Deckenelemente da mit dem Krane aufwichsen. Ja, mach ich schnell. So, machen wir das Dach auf. Und hast du jetzt eigentlich schon nachgeschaut? Wird das jetzt ein Flachdach oder wird das kein Flachdach? Gute Frage. Ich glaube aber, dass es tatsächlich kein Flachdach wird, weil hier stehen 2 Paletten Dachziegel. Ja, endlich mal. Weil die ganzen Neubau-Dinger, die es ja aktuell so bauen, die machen es ja alle mit diesen
mit diesen, sag schnell mit diesen Flachdach. Flachdach, ja, genau. Flachdachbegrünung. Genau. So, ich back Pump schon mal mehr aus, ne, dass wir gleich starten können. Genau. Was war denn das? Ja, keine Ahnung, der Kran, der spinnt irgendwie. Wir haben wieder unseren übelsten Scheiß hergestellt. Das ist ja wahrscheinlich schon uraltes Ding, weil Liebherr macht eigentlich gute Ware. Ja, wahrscheinlich haben sie das nur auf dem Hof gestickt, haben sie gedacht, ach, denen können wir das schon geben. Aber ich sag dir eins, wenn wir den irgendwann kaufen, dann will ich ja nein, sonst mach ich ja Anzeigen. Wieder Anzeigen Hauptmeister. Ja, über den habe ich auch irgendwas im Fernsehen noch wieder gesehen. Ja. Da war so ein linker Vogel. Also, da war halt so dieses GTA-RP. Ja. Ja, und in diesem GTA-RP oder was das sein soll, da war auch dieser Anzeigenhauptmeister. Aber da gibt es dann auch noch den in dem echten da. Bei uns. Ja, irgendwie Nikolai irgendwas heißt der, glaube ich. Ja, irgendwie, ja. Der ist natürlich sympathisch. Der ist natürlich sympathisch. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt den aus dem GTA-RP gemeint. Ja, ist schon klar. Diesen Videospiel, das ist wo doch mein Sohn das spielt. Aber der Sohn ist ja noch gar keine 18, oder? Du. Irgendwie, das machen irgendwie alle und irgendwie muss man sich ja da auch anpassen, gell? Oh, weiß ich nicht. Ja, aber bevor er dann der Einzige ist, der das nie macht, dann soll er es halt machen. Solange er da Ruhe gibt. Ist das eigentlich ganz in Ordnung. Ja, die machen tatsächlich nur mehr ein Stockwerk drauf. Naja. Es wird so eine richtige Stadthütten halt. Wahrscheinlich für Flüchtlinge oder so. Ja, gut. Für so ein paar ukrainische Einwanderer oder so. Solange es dann auch ein bisschen Arbeit machen und dann ist ja, nee, das glaube ich eher weniger. Die werden wieder alle zahlt vom Staat. Könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Jetzt muss ich schon mehr Treppen gießen, sag einmal. Aber ich glaube nicht, weil ich hab mit denen davor gesprochen. Das ist zwar eigentlich eine ganz, ganz nette Familie gewesen, die das bauen. Ja, gut, aber ich sag einmal so, der Staat erlaubt es auch, dass, ich sag einmal, deutsche Familien eine Hasse bauen und das halt dann vermieten an ukrainische Flüchtlinge. Oder auch afrikanische Flüchtlinge, oder. Ja, ja. Weißt du? Also frei die da mal nicht zu früh. Mir ist es eigentlich egal, ob du bekommst das Geld dafür für den Aufbau. Ja, aber es sind halt unsere Steuergelder, die dafür halt schon mal ausgeschmissen wären, ne? Ja gut, aber wir setzen ja dann auch unsere, wenn wir geblitzt werden, setzen wir auch von der Steuer ab und sagen einfach, das war vom Essen. Dann ja, aber deswegen tun wir ja trotzdem was arbeiten, weißt du? Na gut, das stimmt auch wieder. Die zahlen ja nicht einmal irgendwas ein. Ja, wir können ja den einen Job bei uns anbieten. Können wir machen, aber das werden die wahrscheinlich nicht annehmen, weil wahrscheinlich sind wir denen zu günstig. Weil, wenn wir zu denen sagen, ja, die kriegen 12,50 die Stunde, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, vom deutschen Staat kriege ich 15. Ja, oder 2,50 brutto im Monat. Ha? Wenn das jemand von denen gelernt hat, dann würde ich schon 2,5 brutto im Monat geben. Boah, aber ich glaube nicht, dass sie da unten sowas gelernt haben. Ja, was weiß ich. Warum wird ja auch alles gebaut? Ja, aber das wäre. Ja, aber halt. Aber würde jetzt 2000 geben. Ja, aber sowas wie jetzt. Aber das wären halt dann wahrscheinlich eher sowas wie die Polen sein, weißt du? So, ich kann zwar bauen, aber nichts gut diese. Ja, keine Ahnung. So, ist fertig der Lachs. Vor allem, das wird ja euer Familienhaus. Wie groß sollen das werden, Alter? Ah, jetzt kommt. Warte mal, ich hab grad so geschaut. Ich glaube, das ist irgendwie so ein YouTuber, der das baut. Okay. Plauten heißt der. Plauten. Plauten? Ja, irgendwie, keine Ahnung, kenn ich nicht.
Okay. Ja, ah, doch, von dem habe ich schon mal was gehört. Da hat mein Sohn mal so ein Mini-Plaluten oder wie das Teil heißt, bestellt. Palette Holz. Ja, ich glaube, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ja, und mein Sohn hat irgendwie auch gesagt, er hat jetzt irgendwie geheiratet und hat ein Kind. Ja, und das irgendwie, ja, mein Sohn hat auch gesagt, nur ein Stück. Dass der jetzt irgendwie da so ein Haus baut. Gut. Und ich glaube, das ist der. Ja, kann sein. Aber der baut doch in Minger, habe ich gehört. Nein, ich glaube, der baut außerhalb von München. Gut, wir sind ja außerhalb von München. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jetzt kommt, glaube ich, das Dach, weil da brauchen wir jetzt tatsächlich zwar zwei Paletten Ziegel, aber gleichzeitig auch Paletten Holzbolken und eine Paletten Dämpffolie. Kannst du mir mal die Dämpffolie dann gleich dran machen? Anhaken. Komm mal, ja. Warte. Ja, diese ganze Steuerung, dieses moderne Zeug, damals hat es einfach nur zwei Hebel gegeben und dann haben wir das gewusst. Gut, nur ein Stückchen Nunder, ein Stückchen Fuhre. Jo, passt. Ja, früher war auch noch alles einfacher, weißt du? Ja. Da hat es ja noch nicht so viele Richtlinien und so gegeben. Wenn ihr überlegt, was wir heute alles bedenken müssen hier beim Bau, das ist ja Katastrofski. Als nächstes würde ich dir mal eine Holzbalgaffe geben. Ja, die Dampffolie, die möchte irgendwie nicht, die möchte nicht absetzen. Ich glaube, das ist das Falsche. Bist du wieder zu doof oder was? Das ist doch eine Dampffolie da oben. Da muss die noch! Hier! Ah, das zeigt es mir in der Kamera gar nicht an. Weil in der Kamera hat es mir nur das da vorne angezeigt. Da musst du halt runter gucken, du Trottel. Mal ja. Anscheinend ja nicht. Weil modernische Zeugs da immer. Ich find's ja geil, ne? Bei der Treppe haben sie keine Mauer dazwischen gezogen. Ja, keine Ahnung. Ja, wer die Hausplanung gemacht hat, der kennt eigentlich einen Schlager. Haschis! Ja, gut. Nur ein Stück runter. Nur ein Stück. Wart, ich häng dran. Was? Übrigens, ich habe mit dem einen von den Puskovs, gell? Ja. Habe ich telefoniert. Weil es um die Puskovs, die ein paar Klassen unter uns waren. Ja, ich weiß schon. Da hat er gesagt, dass die irgendwie solche Ballen oder so, irgendwie so Silageballen oder Silageballen, haben es irgendwie gehabt. Und dann haben es die weggerollt und dann sind die auf die Straße rausgerollt, fast auf die Straße. Okay. Jetzt stell dir mal vor, das hätte ein Auto getroffen. Ja, gut, da in Polen ist ja nicht so viel Autoverkehr wie bei uns. Ja, aber trotzdem. Ja, mei, passiert. Also auskennen tun sie die ja anscheinend ja noch nicht so. Gut, ich sag einmal so, wenn da oben jetzt das Spanngurtteil reißt und mir auf den Kopf fällt, dann bin ich halt auch tot, aber. Ne, sag ich einmal. Also stimmt auch schon wieder. Also passieren und, kann und, alles. Und dann hat er nur erzählt, dass bei den Kühen, die im Essen ein Mist drin ist. Hä? Ist das Mauerwerk im Arsch oder was? Keine Ahnung, da auf jeden Fall ist da schlafen die Kühe im Mist drinnen. Okay. Also ich glaube, so auskennen tun sie die nicht. Ja, weiß ich nicht.
Du, warum hat denn das eigentlich von denen der Vater nicht übernommen? Der Vater, der hat, glaube ich, irgendeine andere Firma, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil man der eine von den Buskovs, dieser Alex, ist, finde ich immer noch, dass die genauso heißen wie wir. Ha? Naja, frech nicht, dass die genauso heißen wie wir. Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich finde auch, den, also zumindest war es damals so, ich fand den Alex auch viel frecher, ne? Ja, ja. Also der Alex, das war so ein richtiges Arroganzstück Scheiße. Ja, der hat ja irgendwie seine Immobilienfirma dann da schon mit 16, 17 hat er ja dann schon die ersten Immobilien verkauft. Hm. Und ja, genau, jetzt kommt der Dachstuhl. Ja, mal, hier können wir schnell rauf. Ich benutze jetzt mal schon mal den offiziellen Weg drinnen mit der Treppe. Ah, jetzt da bin ich. Mein Gott, bist du da, bin ich fertig, Alter. Ja, das haben sie doch geschickt gemacht. So, machen wir mal die Dämmsache da hin. Zack. So, und jetzt machen wir jetzt die Zirkel da hin. Die habe ich schon, Jetzt kommt Dachzirkel. Genau. Meinst du, die sind von der einen Firma, wo der euch erzählt hat da? Wie meinst du? Wie von der einen Firma? Na, ich hab dir doch vorhin erzählt, dass von meinem einen Kumpel da, der Sohr, dass so, der da ja, bei. Ja. Meinst du, die sind von dem? Keine Ahnung, was weiß ich. Ich glaub's ehrlicherweise nicht. Weil so beliebt können sie ja nicht sein, wenn sie sich zu den Schluchten scheiße verkaufen lassen. Aber warte mal, sind das nicht die, die irgendwie so Kurzarbeit haben? Ja. Ja, dann wird das ja gar nichts werden. Na. Muss ja einen Grund geben, warum es Kurzarbeit haben. Ja, also ich hab mal sagen lassen, die Preise sind viel zu hoch. Weil, auch wenn die Firma zwar immer sagt, dass die Baubranche dran schuld ist, aber der andere, der zweitgrößte Konkurrenz, den sie in Bayern haben, der scheint wohl Ware zu verkaufen, das knallt. Also er hat gesagt, da wo er wohnt, ist nur das Dach vom Konkurrenten dafür. Und ja. Dass das wohl oder übel daran liegt, weil der halt, ich sag einmal, ne, Oberboden abtragen. Jetzt werden wir irgendeinen Oberboden abtragen. Das kleine Hurenklump da. Da fahr ich einmal mit der Dings drüber, dann ist das Klump weg. Ist. Ich glaub, da kommt der. Was kommt denn da hier? Terrassen oder was? Na, ich glaub, da kommen die Beimal nach. Kann sein. Guck mal, wie schnell das gab mit der Raub. Als. Da ist schon die Hälfte weg. Und jetzt haben sie uns einen Kran schon abgeholt. Ja. Ihr habt letztens auch erst gesehen, ne? Die Pisser haben die Stapler auch schon mehr mitgenommen, obwohl wir sie noch nicht mal getestet haben. Ja, stimmt, ja. Also das Haus, das haben wir jetzt wirklich in einem Tag gefahren. In zwei Tagen haben wir das jetzt hochgezaubert. Ja. Also wenn man sich damit auch uns verlassen kann. Klar. Uns kann man uns immer verlassen. Deswegen haben wir ja unseren super duper Werbespruch. Genau. Na, der ist nicht super duper, der ist mehr als super duper. Der ist Excellence. Genau. Floppy GmbH und Co. KG. Wir pushen und reparieren ihr Haus. Das ist ein super Spruch, wenn wir eigentlich sagen.
Sandliefern und verteilen. Matteo, ich fahr. Wo haben sie jetzt unter den LKW gestellt? Der ist doch in der Werkstatt. Ah, stimmt. Ja. Aber du, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal schön gemütlich in der Absolute Feierabend. Genau, und dann fahren wir noch schnell drüben ins Restaurant und essen, da holen wir uns noch schnell was zum Abendessen. Genau, wo ist noch Fahrer der Karre da? Will auch mal fahren. Du mal fährst ja, okay, dann fahr du. Ja, dann fahr du. Ah, oh, schöner V16, Biturbo. Da haben sie einen Zaun, warte, fahr erst mal raus, da haben sie einen Zaun so scheiße gebaut, da kann ich ja was neu einsteigen. Na, den Baum kannst du zusammen wieder zuschneiden. So, jetzt. Da müssen wir auch mal eine bessere Hube einbauen. Ja, das stimmt. Trottel, ich hab Vorfahrt. Jetzt hat der, haben wir da fast eine Hufe mit dem Kopf. Naja. Schauen wir auf unser Konto, jetzt haben wir schon wieder über 100.000 Euro. Da können wir uns fast eine neue Baumaschine kaufen. Sag mal, merkst du sagen, ja, dass die Karre in den Kurven richtig langsam wird? Ja, das merkst du. Dreckslump. Kommst du mit Blitz? Weil ich mit 56 in der 100er-Zone gefahren bin. Ja, sollen sie nicht so anstellen. Schon wieder? Warte, ist das nicht der Supermarkt? Ja, gell? Da unten haben wir doch vor einem Jahr mal die Stromversorgung, da wo in der Nacht der Sturm war. Jetzt nach rechts, genau. Da haben es auch die ganzen Wohnblöcke. Damals konnten wir von der Firma da oben runterschauen. Bis ins Tal. Da haben sie das alles durchgebracht. Da steht unser schönes Schild. Gut, dann würde ich sagen, steige ich schnell aus. Beziehungsweise parkst du schon da. Ja. Gut, dann geht die Sorge. Machen wir jetzt geh mal rein. Feierabend, hä? Genau, gehen wir rein. Gut. Genau.